Drücke immer falsche Taste. Jetzt betatschen wir den schon beide. Ja. Kind der Taste. Unsere Versorgung zu kappen war nicht genug. Schericht musste auch noch einen Überraschungsangriff starten. Ja, ist dann erstmal den Portal holen. Der Shop geht wieder, sagt schnell durchklicken, bevor der Shop gleich wieder nicht funktioniert. Versuch's gerade? Nö. Der Markt wird gewartet. Da steht, der Markt wartet gerade. Ja, der wartet auf uns. Au, wieso habe ich einen Ast in der Brust stecken? Das war einfach so, ich will auf mein Reittier aufsteigen. Plötzlich kriege ich aber so einen Ast ab. So, hä? Vielen Dank. Kommt da her. Was soll das? Sauerei. Ich dachte wirklich, das wär's. Oh, ich glaube, was wir hatten ja schon etwas besser. Alle sind aus dem Komm, Danef! Du hast Danef in Luft Dank. Los! Oh, ich renne die ganze Zeit eine Magierin hinterher und denke, das ist Gravy. Der Down ja noch. Hallo? Der sieht doch voll hässlich aus. Gleich aus. Jetzt bin ich mit deinem Rasenmäher. Ah, ich muss. Habe ich gespeichert gedrückt? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Festung betreten. Ja. Der Shop wird ihm gewarten. Oh, ist nur hübsch aus, diese Art Säbelzahntiger-Viecher. Ja, die sind echt hübsch. Darauf möchte ich reiten. Was bei WoW auch die Dunkelelfen, die hatten auch diese coolen, schönen, schicken Tiger. Halt! Wenn du eintreten willst, identifiziere. Was ist mit dem passiert? Halt! Wenn du eintreten willst, identifiziere. Das ist wieder eine Einzelquest. Yep. Ja, habt ihr gemacht, die Einzelquest gerade? Bin gerade dabei. Ich bin jetzt auch gerade rein. Rein in die Olga. Olga heißt diese Quest. Beise Olga. Erholen sich kein bisschen. Wenn wir in diesem Zustand erneut angegriffen werden. Ein Priester namens Amel hat die Verletzten behandelt. Ein Priester? Ich muss zu ihm. Er könnte ein weiterer Spion des Regenten sein. Du bist paranoid, Mihan. Wir sollten ihn treffen. Wundert euch nicht, ihr Lieben. Ich habe die anderen mal ganz komplett gemutet. Weil ich würde gerne mal, wenn die reden, dass wir nicht irgendwie mal was dazwischen gequatscht bekommen. Kann man den Pferd hier nutzen? Nee, okay. Ah, hier kann man nicht rein. Okay, wir können da bestimmt gleich rein. Oder es kommt da gleich irgendwie ein Angriff oder so. Ja.
Da liegen sie alle. Die Faulpelze. Aha. Jetzt geht's ab hier. Gesegneter Priester. Ah, da bist du ja. Na du? Hier entlang. Hallo. Komm, folge mir. Ich komme. Du bist endlich hier. Ich habe derweil die Soldaten versorgt. Ja. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Thyrain, ein Ritter Lutheras. Sir Thyrain, ich bin Pater Arme. Und das ist meine Begleitung. Ich hab einen Namen. Ich möchte euch für die Versorgung meiner Soldaten danken. Ihre langsame Erholung bereitete mir Kummer. Doch guck mal, ich gehe wie so ein Model. Habe ich nun eine Sorge weniger. Ihr müsst erschöpft sein. Wir sollten euch eine warme Mahlzeit und einen Schlafplatz für die Nacht besorgen. Ziel in Sicht. Keine Zeugen. Oh ja, endlich. Vorsicht! Nein, ich wollte nicht meine Waffe wechseln. Ah, ich hasse es, dieses Vieh. Der Priester ist voll der Brutale normalerweise. Und jetzt kriegt er hier gar nichts auf die Reihe. Mach den Rest selber hier. Beschützt den Prinzen! Ich hatte das Areal. Prinz Thyrain, seid ihr verletzt? Thyrain. Nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Aber eure Hoheit. Ich sagte doch, mir geht es gut. Darf ich? Bitte haltet still. Kelea Mamlaka Behankebra. Leon Neon mein. Wow. Beeindruckend. Zum Glück war die Wunde nicht zu tief. Ihr seid eindeutig mehr als nur ein Ritter von Lutera. Ich bin im Moment nicht sehr prinzenhaft. Unterhalten wir uns dort drüben weiter. Warum da drüben und nicht hier? German Next Top Decks. Also ich, der Lauf war ganz schrecklich von dem Typen. So. Das ist meine, das Schattenjäger inzwischen mehr zu sehen. Ich habe euch wieder immutet, bin wieder da. Hallo. Danke für deine Hilfe. Das hätte ein echtes Desaster werden können. Ich spiele ja weibliche Charakter. Bei mir, als ich jetzt gerade internes Dungeon hatte, ist dort der Prinz und der Mönch oder der Priester. Und dann sind wir ein Stück gegangen. Ey, mal, ich bin gelaufen wie ein Topmodel, ey. Die hat echt so schrecklich, ey. Das ist. So kannst du echt nicht einen Typen laufen lassen. Der muss laufen wie ein Mann! Das gibt's. Beim Krieger macht er das so. Ja? Also ich gehe hier echt wie so ein Nix. Dafür sieht beim Krieger was anderes echt schräg aus, wenn er irgendwie später müsst ihr auch sammeln und Holz fällen und sowas. Und das sieht beim Krieger sehr unbeholfen aus, wie die schwere Rüstung. Das sieht mal weird aus. Die Bewegungen, die ändern mich total an Captain Jack Sparrow. Du siehst doch aus wie er. Das passt doch. Hier oben muss doch irgendwas sein. Ah, hier oben liegt was. Ein Buch. Der Schwur des Ritters, bla bla bla. Falsche Taste. Immer diese blöden anderen Tasten drücken.
Thyrain ist ein ehrenvoller Mann. Die Gerüchte scheinen zu stimmen. Ich finde es so geil. Der Prinz kommt an und stellt sich vor bei dem Priester. Hallo, ich bin Prinz Thyrain. Dann sagt der Mönch oder der Priester zu ihm, hallo, Prinz Thyrain. Thyrain und Thyrain. Ja, und dann sagt er noch Kriegerin oder so zu ihm. Ja, die haben es hier nicht so ganz mit dem Gendern manchmal. Ja, wer weiß. Ich finde die Deutsche öfters Kriegerin genannt oder weibliche Charaktere auch irgendwie Krieger plötzlich. Das ist manchmal so ein bisschen so strange. Ich finde die deutsche Version Thyrain besser. Hört sich auch wirklich besser an. Thyrain. Yep. Ich muss gar nicht wieder Kisten sammeln, die 3 Meter neben mir stehen. Damals sind diese Kämpfe eigentlich nur am Jammern. Ja. Furchtbar. Weißt du, fett in Rüstung gekleidet und so. Du zu Gefecht, du. Ja, dafür bist du ja der Held. Du holst noch mehr. Oh, der sieht schick aus. Mit so einem Kettenhemd und Rüstung und klein Mini-Schwertchen. Ist das die Vorratsliste? Mini-Dings. Schild. Detailliert. Das ist eine große Hilfe. Seine Dankbarkeit erfreut mich. Ich bin fast. Aber was man ihnen zugute halten muss, ist, dass sie echt das schön gemacht haben, dass man Quests nicht ständig auf der Karte hin und her geschickt wird. Das hasse ich nämlich bei Spielen. Ja, das einfach diese ganze. Das Spiel in die Länge ziehen, einfach nur. Ja, sondern du gehst wohin, machst da die Nebenquests und die Hauptquests, dann gehst du zum nächsten Schritt. Danke. Vor allen Dingen, wenn man gesagt hat, du sollst mal 20 Gegner töten, musst du 2 Monsterhorden töten und dann bist du durch. Nicht so einzelne Gegner, zu denen du immer wieder hinrennen musst. Ja. Aber die haben aber auch was. Also wie gesagt, das sind diese Quests, an denen man sich aber auch ganz gerne erinnert bei solchen Games. Bei WoW weiß ich das ganz genau, dass du dann irgendwelche Kerzen sammeln musstest von irgendwelchen besonderen Gegnern. Aber von den ganzen Haufen Gegnern, die da waren, waren irgendwie maximal 10 davon mit Kerzen. Und da waren noch 60 andere Spieler, die wollten das auch haben. Und alle Mobs wurden dann selber, also immer weggeprügelt. Ja, das erinnert mich an eine schlimme Quest aus Fiesta damals. Ork-Achselhaare sammeln für eine Bürste. Ja. Wie heißt das? Ha? Du musstest Ork-Achselhaare sammeln für eine Bürste in Fiesta damals. Achso, ich wollte sagen, welches Spiel war das denn? Fiesta, Fiesta Mexicana. War nicht schön. Vor allem hast du mir da so ein bisschen Haare gehabt. Oh, ich muss den Brunnen hier verseuchen. Also was anderes. Ah, hinter dem Brunnen ist übrigens ein Buch gewesen. Ich wollte gerade auf den Brunnen klicken, habe aber hinter diesem Brunnen auf ein Buch geklickt. Interessant. Ich will nochmal zum Buch. Das belanglose Blumen bringen. Du meinst, Highspeed, du meintest bei WoW, da gibt's eine Quest. Die Quest ist, ich glaube, das ist die längste Quest, die es bei WoW gibt. Du musst irgendwie so Gegenstände, also ich glaube, das waren wirklich Blumen. Blumen von A nach B bringen. Die ganze Zeit hin und her. Die dauert Stunden, die Quest. Na, mehrere Stunden. Oh, wir müssen da hinten hin. Aber warte mal kurz, ich muss das Portal noch einmal hier anklicken. Ich vergesse das immer. Das wäre schlecht. Habe ich bei WoW auch immer gemacht. Wir sind dann überall so lang gelaufen. Dex, hast du rein zufällig den Greifen-Port-Flugpunkt angeklickt? Ups. Irgendwie verstehe ich gerade den Sinn nicht, warum jetzt hier ein Portal ist und jetzt direkt daneben wieder ein Portal jetzt hier. 2 Meter weiter. Und dafür auf der anderen Seite der Karte nichts. Ja, genau. Jetzt. Manche Dinger geben Sinn, diese halt nicht. Bäumchen geschüttelt. Gab's da was?
Ja, das war eben eine Nebenquest. Muss die Palme sehen. Ich wollte eigentlich absteigen, aber das will ich nicht. Warum machst du den Boden kaputt immer? Weil das nicht anders verdient hat. Das ist ein böser Boden gewesen. Böse. Quest habe ich gar nicht mit dem Gemüse hier wackeln. An den Bäumen. Hast du den nicht mitgenommen? Ich habe keine Quest mehr zum Annehmen. Nö. Okay. Glaube ich. Prinz Tyrain schickt dich? Unmöglich. Und ab. Die Tauben sind krank. Ja, mei. Was machen wir? Flügelauflauf. Schicken wir jetzt die Frösche los. Frikassee. Taubenfrikassee eher. Von ihrer Katze wurde mal mit der Käfig entweder, wo die Taube drin ist, nicht angezeigt. Die Taube schwebt irgendwie in der Luft. Ich wusste nicht, dass Tauben sowas können. Man lernt ja nie aus. Monsters! Du wolltest einfach nicht sterben, ey. Oh, wow. Gesplatter hier, hast du es gesehen? Das ist auf dem Boden hier auch. Okay, das Team hat sich schon mal gerade neu gestartet. Bei mir wird irgendwie alles angezeigt, jetzt hier alle Lost Ark jetzt spielt. Nee, ich hatte das gerade gestartet. Ach, der Boss muss hier gleich erstmal wieder respawnen. Da ist er. Lass dir doch Zeit! Ja, jetzt hat sich der Kopf geöffnet plötzlich. Ist der gerade explodiert? Scheint so. Wieso brennt das Fräuschen hier neben vor mir? Heiß, heißes Mädel, heiß. Ach, gut, die Tauben werden sich bald besser fühlen. Zum Glück. Ach. Ja, ist vor allem. I have no name. Was? No name? No name. I have no name. Warum würden sich bald besser fühlen? Das heißt, hey. Wir schicken sie jetzt alle mal los. Hallo Hardy. Oh ja, Täubchen. Täubi, Täubi. Ihr alle, die ihr unter Regent Schericht leidet. Oh, wie so viele Tauben, die scheißen wie die Weltmeister. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Freigabe. Ich werde den Thronräuber zur Rechenschaft ziehen. Und die Burg Luterra zurückerobern. Die Scheiße mache ich aber nicht weg, du. Nicht, dass sie jetzt nachher sagen, in der Nebenquest. Du hast die Käfige aufgemacht, du musst die Scheiße aus dem Garten von den Nachbarn rauswaschen. Hardy, das Spiel ist gut und die Klasse gefällt mir. Ich bin ein bisschen langsam noch mit den Tastenkombinationen, aber es kommt langsam. Im Alter. Er hat gesagt. Wir haben jetzt gleich 0 Uhr 0:00. Ein Glück. Jetzt kann Luterra neue Hoffnung schöpfen. Das bedeutet... Schlafenszeit. Schlafenszeit. Dex muss ja morgen früh arbeiten. Ich muss arbeiten. Wer geht für mich arbeiten? Ja. Ich muss wieder arbeiten. Schutzgeld eintreiben. Naja, nee. Morgen ist mit den. Morgen war ich nur die Nutten und so, aber alles gut. Okay. Meine Pretty Wummens wollte ich alle abholen gehen. Meine ganzen Julia Robertze. Robertze. Robertus. Roberto Blanco. Kartendeck. Wann machst du Kartendeck? Und Gravuren. Guides. What? Gravuren kommen auch erst, Sorok.
Ich mache keine Geiz für das Spiel. Ich bin ganz sicher der falsche Mann. Ja. Ich spiele, ja, vielleicht nicht der falsche Mann, aber ich spiele das viel zu wenig. Es gibt andere, die haben das, ja, wie jetzt Fabi zum Beispiel, hat das ja auch nach dem zweiten Tag ist er schon 50 gewesen. Und es gibt ja andere, die haben das noch mehr gesuchtet. Fabi war ja noch nicht mal der besonderste Suchti. Der süchtigste. Der süchtigste. Ja, das passt. Der steht so geil mit der Kiste. Aus dem Sorak-Dex muss erstmal zu den Gravuren hinkommen, bevor er überhaupt darüber was lernen kann. Was für Gravuren? Ich weiß nicht von Gravuren. Das kommt noch. Mein Name ist Hase. Ich weiß Bescheid. Mümchen, das liegt daran, dass du es noch nicht ausprobiert hast. Du willst ja nicht, Madame. Akuma, du musst einfach, ganz ehrlich, ich bin nicht in dieser Sucht verfallen, überhaupt nicht. Das Schöne ist, man kann das ganz gemütlich spielen. Okay, wir spielen das jetzt auch ziemlich schnell ab und zu. Also ich bin eher immer der Langsamste, weil ich mir ein bisschen mehr durchlese als alle anderen vielleicht. Aber das ist, wenn du alleine spielst zum Beispiel und dir den Stress nicht gibst, dass dir irgendjemand vorläuft, ist das einfach total, total gechillt. Und das Gute ist an den ganzen Spielen, du kannst alles komplett alleine im Singleplayer spielen, auch die Dungeons. Was aber schöner wäre, wenn du so ein Dungeon dann zusammen mit Freunden machst. Oder mit Feinden. Wie man das so möchte. Das gleiche aus. Mit dem Nachbarn. Mit dem Maschendrahtzaunkrieg. Bärbel. Peter. Hans. Bärbel Peter? Ja, weiß nicht. Maschendrahtzaunkrieg. Weiß nicht, ob es jetzt eben Männlein oder Weiblein war. Ich glaube bestimmt falsch. Wie weit bist du denn schon, Kümchen? Bestimmt noch gar nicht gestartet. Und sie wollte es mit uns starten. Weil sie geschrieben hat, ich habe es eben wieder gespielt. Ah. Zurück ist überfordert mit den 100 Menüs. Du bist überfordert mit 100 Menüs? Ich bin überfordert mit 2 Menüs schon. Zurück, hier geht das tatsächlich noch. Es gibt Spiele, die sind deutlich schlimmer. Vertrau mir. Nein, ich finde das Spiel ist echt mega überladen. Aber hier ist bei mir so ein Kümmerling. Wie heißt das Ding? Pilz. Hier, das hier, das meine ich hier, dieser Nakropil. Makoko, meine ich. Makoko. Wo hat diese Kugel hier? Ich hab gesagt, so sterben, Mann. Hier, Waffen. Ich hab hier eine Hose bekommen. Hose. Ach da. Hose an. Hose aus. Ich finde es nur lustig, wenn ihr jetzt schon mit den ganzen Minis überfordert seid, dann solltet ihr niemals Black Desert anfangen. Dann kriegt ihr die Krise. Black Desert ist mindestens 10-mal so viel. Ja, Black Desert ist echt schlimm. Das ist mindestens 10-mal so viel hier. Ich hab dann auch irgendwann aufgehört wieder. Ja, ich auch. Ich muss aber du musst ja dann auch ständig die ganzen Attacken nehmen. Schönes Spiel, ja. Für meine Familie, Freunde, die zukünftigen Einwohner dieses Landes. Du bist unbekannte Figur. Wer ist das? Keine Ahnung. Woher kommt denn jetzt gerade der Text? Ja. Ich versuche gerade noch ein bisschen auf Akumas drauf zu antworten. Also, ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich bin eher so ein bisschen langsamer bei solchen Sachen. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ja nicht sagen, dass ich hier der Mr. Super Hulk bin oder so. Also Black Desert Honor ist definitiv nicht einfach, Akuma. Nein, definitiv nicht. Definitiv. Ja, aber wenn sie das einfach findet, dann ist doch dieses Spiel hier gerade Pipi-Matz. Ich wollte gerade sagen, dann sollte das hier ein Klacks für dich sein eigentlich. Also Black Desert Online allein musst du dir ständig diese Angriffe merken, diese Kombis und Kombos und... Also was ich gerade eben sagen wollte, ich bin bei so welchen Spielen sehr schnell überfordert, weil so viel drücken, klatschen und ich weiß manchmal die ganzen Tasten gar nicht. Manchmal habe ich einen Knoten in der Finger. Aber. Und im Hirn. Ja, das ist schon eben von vornherein. Aber ich habe das. Die ersten 5 bis 10 Minuten habe ich voll die Probleme. Und danach geht das einfach ganz normal. Dann drückst du, weißt du, wo die Tasten liegen. Bitte, bitte, Abenteurer. Danke dir erneut zutiefst.
Thyrian. Woher wusstest du von der Eisenknappheit? Mihan wollte sich gerade darum kümmern. Mihan. Cooler Name eigentlich, ne? Wenn man den nur richtig vorliest. Mihan. Mihan. Mack. Ich will Mack. Mack hört sich wie so ein Ork-Krieger an. Mack. Wir hatten hier so ein rotes Kleid. Sieht aus wie Rotkäppchen. Ist das schrecklich. Das Spiel hat was mit Ark zu tun, aber nicht mit dem Ark, was du meinst. Das ist ein anderes Ark hier. Das ist Lost Ark. Da geht es auch um ein Ark, also auch um eine Arche, aber eben was anderes. Ohne Dinos. Naja, wir haben schon Raptoren. Wir haben Raptoren. So ist es ja nicht. Ah, die Bewegung sind total easy. Also ich weiß nicht, was ich habe nichts mit den Bewegungen. Was muss ich denn hier machen? F5 muss ich wieder drücken, was ich mal wieder vergessen habe. Einzige, was für mich am Anfang ein bisschen Ungewöhnungssache war, aber das muss man sich halt umgewöhnen, ist halt, dass man sich mit WASD steuert. Was muss ich denn das hier? Das ist das Einzige, was mir am Anfang ein bisschen schwer fiel. Nö, das geht auch ganz schnell. Was muss ich hier machen? Was gibt's hier in dem Gebiet? Okay, keine Ahnung. Sprich mit dem Typen. Ach, okay. Ah, okay. Jetzt hab's geschafft. Jetzt hab ich's geschafft. Ich muss hier Muskelboy spielen. Guck mal hier. Also jetzt auch. Was ist das für eine Frage? Welche Frage? Von den NPC gerade hörst du auch gleich noch. Ich weiß, welche Frage. Ah, der hat Männergrippe. Okay. Faulitis, aber gut. Er hat gesagt, warum eine Erkältung ist eine schreckliche Krankheit. Ja, zu dem Zeitpunkt? Ja, nee. Also, klar, das Risiko war höher, aber trotzdem. Hast du den Mokokosam hier schon, Gravy? Pauli, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich muss mir irgendwo hier hin. Also wie gesagt, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, das Spiel ist kostenlos. Testen. Wenn es nicht gut ist, deinstallieren. Ganz einfach. Ich wollte gerade sagen. Ganz easy. Genau wie beim Autohaus. Machen Sie eine Fahrprobe. Gefällt Ihnen der Wagen? Kaufen Sie den Wagen. Gefällt Ihnen nicht? Habe ich das Zeug Sie eingesammelt? Und sogar wenn du mit dem Typen sprichst und er ist dann sich so umguckt, wie der Helm sich so komisch verformt die ganze Zeit. Weil der halt festhängt mit dem Kettenhemd oder so. Du hast das sah komisch aus. Etwas? Dein Ruf eilt dir voraus. Oh, jetzt spielt er die Hymne von Lutera. Schön. Mit seinem Helm. Das musste ich immer als Sinn ergeben, oder wie war das? Überleg mal, wenn er den Helm abgenommen hätte, hätten sie erstmal das Gesicht nochmal modellieren müssen. So müssen sie nur den Helm modellieren. Die hätten noch einfach einen von den anderen 20 Soldaten nehmen können, die da stehen. Ja, aber die haben doch auch alle Helme auf. Nee, die haben Kettenhemden. Da ist der Mundwinkel. Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Darf ich dem Hintern treten? Ja. Die Quest kenne ich auch schon. Das habe ich bei irgendjemandem schon mal gesehen. Oder in irgendeinem Video oder irgendeinem Trailer oder sowas. Mit dieser riesen Megatrompete hier, ey. Boah, jetzt habe ich das Lied der Tapferkeit bekommen. So, cool. Dex, hier ist außerdem noch ein Mokokosam. Ja, schon aufgesammelt. Warum sind die Speere so schwer?
Pauli, dankeschön. Nun, das komm öfters vorbei. Wir machen ja auch anderes Dingsbums. Kennst du das Lied der Tapferkeit? Michi, dankeschön. Pauli, danke dir auch. Nein, dann hör zu. Ja, hör zu. Jetzt komm, jetzt spiel mal. Gib mal Gas. Ich bin immer lustig. Vor allem dieses Riesenrohr, ey. Das Lustige ist, dieser Mundstück, das Mundstück durch den Helm, der sich ja auch nur mitbewegt. So ein Gummihelm. Das war auch solche Mem, ehrlich. Warum bin ich für die Armee freiwillig gemeldet? Oh. Kollege, du stehst hier jetzt und du kämpfst. Oh, willst du nicht? Ein Alpenhorn hier, voll schön, wie die alle kommen. Es ist so schön. Es ist so traurig. Wow! So, das mit dem Altrückenkühlchen, das musst du nicht machen. Du kannst auch unten das einfach in der Leiste auswählen. Einfach nur Shortcuts halt. Na, ist ganz gut, der Baller. Was macht das Lied der Tapferkeit? Schönes. Das benötigst du gleich noch. Nein, nein! Du bitte nicht! Nein, nein! Ach guck mal, ich hab das perfekte Bild. Guck mal. Das perfekte Bild für Akuma. Warte mal, Akuma. Guck mal hier. Spiel mit! So, geh, Krümchen, wenn du das nicht spielen möchtest, dann zwingt dich ja auch keiner. Spiel mit! Du spielst es mit, Akuma! Akuma spielt mit? Wow! Akuma spielt nicht mit. Gänseblümchen gepflückt, oder was? Akuma spielt mit! Juhu! Uiuiuiui. Wo muss ich überhaupt hin? Was soll ich tun? Was macht ihr eigentlich da hinten in der Ecke? Gibt's da eine Quest? Ja. Ich hab die gar nicht. Weil du wieder nur rumgammelst. Ich spiele das Spiel. Weil der Brokkoli wieder vor sich hinschimmelt. Ich suchte hier nicht hier das. Ich rushe hier nicht durch das ganze Gebiet. Ich rede mit jedem Monster. Die haben auch Gefühle. Jeden Tag verprügelt zu werden, ja? Musst du für die Hauptquest nochmal in dein Inventar gehen, bevor du jetzt in die Walachei rausreitest. Okay, ich muss mal wieso noch eine Quest hier abgeben. Annehmen. Wir haben verloren. Das nervt mich immer, das Quest da musst du einmal F5, F6, 12 und sonst was drücken, dann drückst du mal wieder ins Inventar und musst wieder neue Sachen klicken. Melde dich bei Mac, toll, jetzt muss ich wieder zurück zu dem Typen. William! Aber ich wollte auch Schluss machen für heute. Ich finde William am coolsten. Der hat einen dicken Bauch. Zum nördlichen Außenposten. Alles klar. Ich gehe aber nicht nach Norden. Ich muss mal ganz kurz wieder zum Mac runter. Ja, ich gehe jetzt hier auch noch zum nächsten Posten hier. Total. Der Armleuchter, der nervt schon so ein bisschen. Das Lustige ist, dass er sich immer zu überall hin teleportiert. Er ist schneller als du, obwohl du nicht reingehst. Ich bin mir ganz sicher, dass der Armleuchter nachher der Endboss wird oder sowas. Ich konnte die Soldaten bis hierher summen hören. Ja, ich trau dem ja auch noch nicht so viel. Der ist mir viel zu nah. Hält er keinen Abstand? Aber hast du den eben nicht kämpfen sehen? Hast du die Frisur gesehen? Der hat aber auch gar keinen Sinn für Ethik. Wie nennt man das? Ich bin ja wenigstens ein Model. Das haben alle gesehen, wie ich gegangen bin. Oh wow, hier tanzt hier jemand. Tag. Es ist vorbei. Marcus, da kam ein Death. Ja. Ich hätte das in so kurzer Zeit. Der Baby ist schon weg. Ja, ich gehe noch da in das nächste Gebiet. Und noch den Teleporter.
Glöcke schmeißen. Nein. Ja, das, da kommt auch jetzt wieder so ein Single-Player. Also, was mich am meisten reizt an dem Spiel ist, sind die Dungeons. Das mag ich. Ich mag das Kampfsystem total. Das macht total richtig Spaß. Dass du so mega Mobs wegklopst, die das. Mega Monstermassen. Ja. Ja. Und es spielt sich halt auch flüssig. Spaß. Keine einzelnen kleinen, klitzekleinen Monster, sondern wirklich so richtig auige Kloppe. Ja, auch nicht welche, wo du ewig drauf rumhackst. Ja? Drauf rumhauen, ab zum nächsten. Darf ich erstmal wieder einen getragenen Schlüpper verkaufen? Kann ich auch Badewasser verkaufen? Ja, bist du Bell-Delfin? Was? Wer bellt ein Delfin? Ja, ich weiß, sie hat das ja wirklich gemacht. Sie hat Badewasser verkauft. Achso, hat mir irgendjemand erzählt. Ich kenne die ja nicht, diese. Hast auch nichts verpasst. Dings. Frau. Nicht wirklich. Ja. Aber hey. Frau mit Aufmerksamkeitsdefizit. Nein, aber vollkommen okay. Hat er alles richtig gemacht. Derjenige, der dumm ist, der ist derjenige, der es gekauft hat. Alles andere ist. Sie ist doch schlau. Wenn andererseits, er verkauft es wiederum weiter, dann ist es auch wieder schlau. Wenn das macht. Ja, ganz sicher schnüffelt er dran. Gemacht. Markus dran genippt und dann weiterverkauft. Oder mit Wasser aufgefüllt. Mann, was. So, ich mache aber Schluss für heute. Heute ist es schon los mit den Spielen, weil ich morgen früh arbeiten muss.